Kommando. Und dafür sind wir so weit gerannt, na großartig. Dann düse ich mal dahin. Wenn wir immer im Büschen landen. Oh, hier komme ich erstmal gerade was. Nein, jetzt essen. Nicht springen, essen. Nein, nein, das hast du dir eingebildet. So, da. Ja, jetzt geh doch mal einfach diese Leiter hoch, Junge. Das gibt's doch nicht. So, wir müssen da hinten hin, wie es aussieht. So, jetzt einmal hier hoch. Ach. Also entschuldige. Aber ich wollte wirklich nicht auffallen. Schicken Sie den Feiglinge. Sag zumindest Gorgum. Der weiß doch nicht, wovon er redet. Was ist denn dieses grüne Ding da hinten? Wir haben keinen Elbengeschoss mehr. Was? Habt ihr das gehört? Da haben wir noch ein Elbengeschoss. Ah, da ist die Rune auch direkt schon. Sehr gut. Trileich. Was immer es heißen mag. Und ich frage mich, was passiert, wenn wir das ganze Ding komplett haben. Das würde mich mal interessieren, was dann überhaupt passiert. So, hier unten, da unten ist auch nochmal so ein Ding. Ein Isildin, da müssen wir nach Süden. Die Ausrüstung wird durch die Garnison transportiert. Wenn du die ganze Macht unserer Armee sehen willst, musst du dort sein. Apropos die ganze Macht. Ich sorge mal für Ablenkung. Und schon geht's los. Unsere Schützen treffen auf so große Entfernung, dass ihre Opfer tot sind, bevor wir sie überhaupt sehen. Ja, aber wo ist das der Spaß an der Sache? Sie sollten auch mal daneben schießen, damit ich ihn abstechen kann. Ganz ruhig. Oh. Terrorisieren, Schleichtötung, Schleichaufzehrung. Dann holen wir die Informationen mal raus. Ich weiß noch nicht genau über wen hier. Wie sieht es denn überhaupt wieder aus? Da ist noch ein Platz frei. Takrak, der Dummkopf, macht 9. Denkt darüber nach, sich einen Karagor als Haustier zu halten. So, Brille Vielmann. Eieiei. So, wir müssen da irgendwo nach unten. Wie kommen wir denn hier nach unten? Das Problem ist natürlich, dass da unten gerade Halligalli ist. Die haben die Festung gut aufgeräumt. Dagegen sagt man ja nichts. Das Problem ist nur, dass da unten jetzt 4 Karagor frei rumlaufen und Amok fahren. Bereits direkt hinter euch.
So, hier soll noch was sein. Nee, das ist drüben. Scheiße, ich bin zu früh runter. Jetzt geh doch mal runter, Junge. Mann. So, hier also. Aber wo hier? So, da etwa? Wo könnte die... Die Sklaven können schnell rennen, wenn auch nur ein Stück weit. Da muss irgendwo dieses Zeug sein. Wenn du einen Menschen auf dich zukommen siehst und etwas ihnen... Da ist es. Dann kämpf besser bis auf Blut. Okay, das nehmen wir auch mal mit. Boah, wie die quatschen immer so viel. Pfade der Toten haben wir gerade eine Errungenschaft freigeschaltet. Sieht man nicht, weil auch wegen auf Steam. Hörnerhelm. Dieser Helm wurde von den ausgestoßenen Eduden für ihre geheimen Rituale benutzt. Die Hörner und das Leder stammten von den wilden Rindern von Arar, die fern von Mordor auf den Felden Runes gejagt wurden. Der Helm stammt aus einer Zeit, in der diese Männer gefangene Gondors waren und gezwungen wurden, die Türme der Zähne zu errichten. Noch heute misstrauen die Ausgestoßenen allen in stählerner Rüstung. Dieser Helm ist ein Relikt dieser dunklen Zeit und ein Symbol der Entschlossenheit der Ausgestoßenen, nie mehr unter der Knechtschaft eines anderen Volkes zu leiden. So sieht das gute Stück aus und da oben klebt ein Stück Erinnerung. Ihr habt mich in eure Heime und in eure Leben gelassen. Und nun übertragt ihr mir die größte nur denkbare Ehre. Obwohl ich vom Schwarzen Tor komme, obwohl ich euch einst als Feind bekannt war, wende ich Gondor den Rücken zu. Ihr, Ausgestoßene, wie ihr genannt werdet, seid ein Volk voll Ehre, voll Stärke. Ich habe in eurem Stamm meine Liebe gefunden, aber ich habe auch die Liebe für euren Stamm entdeckt. Und ihr habt mich ein Leben gelehrt, nach dem ich mich gesehnt hatte, aber von dem ich nicht wusste, dass es existiert. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich euch etwas lehre. Ich werde euch mein gesamtes Kriegswissen beibringen. Die Orks bedrängen uns, aber wir werden die Stärke finden, sie zurückzudrängen. Und dieses Land wird uns gehören. Diese Gegenstände erzählen tatsächlich eine eigenständige Geschichte, die überall stattgefunden hat, wie es aussieht. Nicht entdeckt, also wir haben noch einige... Oh Gott, jetzt flog ja gerade noch eine Mücke genau vor meinem Gesicht rum. Blöde Mücke, geh weg. Auf jeden Fall haben wir noch, um Gottes Willen, eine Menge zu finden. Ach du Heilige, ich dachte, so langsam lichtet sich der Wald mal. Wenn wir einander hätten vertrauen können, hätte Hilgon uns vielleicht nicht verlassen müssen. Vielleicht wären wir gemeinsam auf die Rückkehr Saurons vorbereitet gewesen. Selbst ohne den verheerenden Einfluss des dunklen Herrschers wird den Menschen das Ende des Krieges nie vergönnt sein. Meint er das jetzt, weil die Menschen immer gegen sich selbst kriegen? Oder generell? Hast du mal wieder den Anführer? Weil auch die Menschen immer Kriegstreiber sind? So, das Ifildin würde ich mir auch gern holen. Ich glaube, der Trottel wurde von diesem stinkenden Tag umgebracht. Könnte eine Lücke in den Rängen sein, was? So, ich hoffe, wir kommen da auch hin. War das da oben irgendwo, oder wie? Ich verstehe ja gar nicht. Nein! 65 Fuß, da muss das doch irgendwo sein. Na, jetzt spring doch mal. Es dauert immer so lange, bis er nach unten kommt. Nach oben fliegt er immer, wie so ein Wirbelwind. So, einen Fähigkeitenpunkt kriegen wir auch. Ganz ruhig, Kleiner, ganz ruhig. Ich mache erstmal einen Fähigkeitenpunkt klar. Letzte Chance, Todesstoß, den nehme ich mir jetzt mal. Und wir brauchen auf jeden Fall wieder ein bisschen Macht. Habe ich da gerade etwas gehört? So, ich halte es gerade für keine gute Idee, die Karagor freizulassen. Ein Mörder ist unterwegs.
Das haben wir letztes Mal schon gemacht. Hm. Habt ihr das gehört? Psst, kein Wort. Warte! Ich weiß, der Feind schlägt Alarm, aber ich will ja eigentlich nur das... So, wo ist es? Da ist es. Na endlich. Dann sammeln wir das mal auf. Natadir Edwigenin. Und jetzt bloß... Wer von euch hat diese kleine... Ja, wer von euch hat diese kleine Creme Brûlée zubereitet? Das ist natürlich sehr schmackhaft. Tour aufgespürt. Es hat sie doch einer geschnappt, oder? Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Was soll sich hier denn bewegt haben? Sei nicht dumm, hier ist niemand. Eine Leiche. Der ist sicher nur faul gewesen und eingeschlafen. Ich versuche mich gerade in ihrer Sprache, um sie zu verwirren. Der letzte Gefangene war zäh und mager. Ich brauche einen mit mehr Fleisch auf den Knochen. So, diesmal düse ich hier einfach nur so durch. So, was haben wir denn hier? Der Geist. Er verbarg sich unter den Soldaten des dunklen Herrschers, um einen nach dem anderen lautlos zu töten. Er würde nicht ruhen, bis sie dem Lager von Panik erfasst entflohen. Forme die Legende des Dolches Achar. Führe Schleichtötungen übrigens auf, ohne entdeckt zu werden. 0 von 3 töte übrigens mit einem Angriff von oben. Wie kann es denn da hinten einer entdecken? Welch Huhn! In Not soll es drunter und drüber gehen. Ich wette, die Sklaven laufen wieder Amok. Und wir werden losgeschickt, um zu helfen. Ich gehe hier nicht weg. Ich habe Besseres zu tun, als dorthin zu marschieren und diesen Maden zu helfen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Mücke hier gerade überall auf mir sitzt. Verdammt. So. Von oben. Jetzt müsste ich erstmal wissen, wo die letzte sind. Letzte Nacht habe ich dieses gruselige Biest wieder in den Schatten kauern sehen. Was glaubst du, was es will? Vermutlich etwas zu essen. Ohne entdeckt zu werden. Bei dem Pisswetter. Und die quatschen da einfach. Was für ein Scheißwetter. Wie komme ich denn an die ran? Das sind zwei. Wie ein Karagor auf dem Scheiterhaufen. So, da haben wir doch noch Sklaven und da hinten haben wir eine Wache, zwei Wachen. Von oben aus schalten wird aber schwierig, wenn die oben sind. Ja, das bringt uns ja nicht so viel. Okay, diese Gegend ist wirklich sehr unwirksam. Psch, 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 psch. Hey, pst! Was war das für ein Geräusch? Na, was meinst du wohl, was das war? Komm schön hinter den Wagen. Hey, Großer! Ja.
Das war Nummer 1. Ich glaube, die Zusatzaufgabe werden wir nicht erfüllen können diesmal. Es sei denn natürlich. So, Schleichtötung. Das war einer von oben. Das ist ja keine gute Location. Aber wie sollen wir die denn töten? Von oben meine ich. Das Töten an sich geht der Rappizappi. Wie kann der uns denn sehen, bitteschön? Da hinten vor allen Dingen noch irgendeiner. Soll sich hier herumtreiben. Nein, nein, da habe ich anderes gehört. Ganz ruhig, ganz ruhig. Na. Nun hat Sprengstoff. Hallo, Mann, jetzt beweg dich doch mal. Deshalb denke ich, wir werden mit denen marschieren. Für den Fall, dass der Grabwand... Ja, ja, hast du recht. Ja, ja. So, Geisterfolg. Von oben ging leider nicht. Dann haben wir das immerhin geklärt. Hier gibt es irgendwo noch Pfeile. Die suche ich jetzt aber ausnahmsweise mal nicht. Hier haben wir das ganze Gebiet schon abgeklappert. Und hier geht es die Rangleiter empor. Das heißt, da haben wir wieder... Gibt es da noch irgendeinen Turm, den wir nicht gesehen haben? Nee. Hier haben wir alles übernommen. Da haben wir alles übernommen. Hier haben wir alles übernommen, da haben wir alles übernommen. Also es lichtet sich langsam, wir räumen langsam die ganze Karte auf. Also wie bei Infamous, kann man sagen. Ach, von hier hätte man natürlich super, aber naja, ist auch egal. Oh. Trumborg hat ihn nur kurz gesehen und es schreit wie eine Bleichhaut davon. Diese Schande, echt, da sag mal was. Da fällt mir nichts mehr zu ein zu dieser Schande. Lieber liege ich tot im Turm rum, als schreiend davon zu laufen. So, ich muss mal gewöhnen, mal A zu drücken. Jetzt zum Beispiel. Sind wir schneller da. Die Rangleiter empor. Radbugs Machthunger wächst beständig an. Damit steigt auch sein Nutzen für deine Zwecke. Halt ihn am Leben und er bringt dich ein Stück näher zur schwarzen Hand Saurons. Das machen wir natürlich gleich nach dem Ladebildschirm. Lade, 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 lade. Ich hab jetzt auch. Das ist du ein Duell? Nein, das ist ein verlorenes Duell, du Narr! Geh hin. Ist das gut? Ich nehm dich einfach hin. Beeilen wir uns, sonst verliert er seinen Kopf. Irgendwie verlockend, nicht wahr? Blende die Augen und das Biest sieht dich nicht kommen. Verhindere Radbugs Hinrichtung. Oh, okay, den haben wir. Ich war mir gerade nicht so sicher. Nein! Scheiße, wir brauchen dringend Pfeile. Ich hoffe, ich habe noch einen. Ah. Ja.
mit Orktrak habe ich kein Mitleid. Er hat den Tod verdient. Los, Bogenschütz, komm schon ins Fenster. Diesmal bist du dran. Wir haben schon lange keine gute Hinrichtung mehr gesehen. Du kannst Redneck nicht einfach aus Langeweile hinrichten. Sagt mir. Wo ist denn der Bogenschütze jetzt, verdammte Axt? Der kauert da im anderen Fenster. Mann, wie soll ich denn da hinkommen? Jetzt. Und jetzt wechselt er das Fenster wieder. Glaubst du es? Unmöglich von dir getötet worden sein. Der schlechte Kohort ist der Lügner Mordors. Sprich die Wahrheit. So, dass der Kohort nicht getötet hat. Wenn ich hübsch bin, werde ich deine Warteberei. Mist! Ich werde dein Inneres nach außen kehren. Ja, ich habe ganz viele innere Werte. Da kannst du aber viel kehren, mein Freund. Schnauze! Wir haben hier ein Gespräch unter Männern. Ihr Maden. Boah. Deine Leiche wird vom Narchos Kaube. Autsch! Der Tag gehört mir! Mann, der mit seinem scheiß Speer da ewig! Meine Leiche wird mein Herr bekommen! Scheiße! Blut für den dunklen Herrn! Scheiße, ich konzentriere mich gerade sehr. Jetzt fliegt hier eine scheiß Mücke rum, genau jetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, die Scheiße. Jetzt ist sie wieder weg. Flog hier genau vor mir rum, so voll provozierend. So, Einführung. Hauptmänner verhören. Wenn die Gesundheit eines Hauptmanns tief genug sinkt, kannst du ihn ergreifen. Halte RB gedrückt, um den Hauptmann zu ergreifen. Drücke dann A, um ihn zu... Okay, nur lebende Hauptmänner. Lass den Henker am Leben. Er kann uns den Weg zeigen. So, Häuptling ist der einflussreichste Macht, Rang der Uruk-Streitmacht. Hauptmänner streben danach, zum Häuptling aufzusteigen. Einige werden dafür morden und sowohl Freund als auch Feind in den Rücken fallen. Andere versuchen, als Leibwächter eines Häuptlings dessen Gunst und Schutz zu erlangen. Aus dieser Verbindung lässt sich schließen, dass Brock der Leibwächter eines unbekannten Häuptlings ist. Benutze L... Aha, so. Deswegen also diese komischen... Alter, guck mal, da hinten die ganze Armee. Deswegen also die ganzen Verbindungen hier. Wir wählen jetzt den Herrn aus und erfahren Informationen. Mock, der andere Zwilling. Brock und Mock. Macht 10. Fürchte den Zorn der schwarzen Hauptmänner. Um einen Häuptling hervorzulocken, musst du einen Entscheidungskampfauftrag ausführen. Diese Aufträge findest du in der Nähe seiner Festung vor. Denk daran, sieh dir die Stärken und Schwächen deines Ziels an, wenn du einen Angriff planst. Drücke RT, um dir Mocks Eigenschaften anzusehen. Erleidet Schaden durch Fernkampfangriffe, kann durch Fernkampf- oder Schattenangriffe verwundet werden. Erleidet Schaden durch Kampftodesstöße, kann durch Kampftodesstöße verwundet werden. Sehr gut. Hasst Verletzung seines Leibwächters, hasst Karagor. Kampfgestählt, schwerer zu töten, möglicherweise ist ein Todesstoß notwendig. Brennende Waffe erzielt höheren Schaden. Führt Schläge aus dem Sprung heraus aus. Kann nicht in Panik versetzt werden. Unser neues Ziel ist Mock. Und Brock ist Geschichte. Hauptmann! Gemeinsam sind wir zwei unschlagbar, was? Geh, bevor ich meine Meinung ändere. Was ist mit unserer Abmachung? Damit ist es vorbei. Oh. Na gut, dann. Ich dachte nur, dass wir... Halt! Halt!
Angreifer! Sieh mal! Wenn der Häuptling von meinem Sieg hört, wird er mich zu seinem Leibwächter machen. Und was wird mir das nützen? Ein verräterischer Leibwächter? Ich kümmere mich um einen Häuptling für dich! Und du tötest die anderen vier allein. Dann sehen wir uns am Trainingslager wieder. Ich bringe dir meinen Häuptling mit und du hast ein leichtes Spiel. Was sagst du dazu? Versuch nur diesmal nicht wieder den Kopf zu verlieren. Klar, werd's versuchen, ja. Orks.